Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Let's Play World of Tanks Zeit. Und hier mal wieder mit einem Scout, und zwar dem M41 Walker Bulldog, gespielt auf Live Oaks. Und ja, er hat hier die Matchmaking-Keule voll ins Gesicht geschlagen bekommen, also richtig in die Fresse, kann man schon sagen. Tier 10, 9 und 8, wobei die Achter in der Minderheit sind, kriegt er hier als Gegenspieler. Und jetzt sind wir mal sehr gespannt, wie er sich hier so präsentiert und sich so verkaufen kann. Gerade natürlich auch immer von einem guten Spieler zu sehen, wie sie überhaupt spielen, aber er selber hat hier mit 14.000 Gefechten und eine 2.400er WN knapp auf jeden Fall eine WN-Basis, die sich sehr sehen lassen kann, kann man ganz klar so sagen. Da ist er offen, aber er fährt hier zielstrebigst in die Stadt rüber. Schon mal sehr spannend. Hätte ich jetzt so gar nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Aber scheinbar die Häuser mag er nicht. Da bumst er doch das eine oder andere Mal an. Überfährt auch möglicherweise ein, zwei. Da macht er jetzt was auf. Also die Bremsen mag er nicht so. Der nimmt einfach immer die Häuser. Also wenn ihr da in seiner Nachbarschaft wohnt, dann wisst ihr bestimmt, wer es ist. Vielleicht macht er das ja im Relief auch so. So, da ist der 1390 offen. Bin ja sehr gespannt, wie er sich so schlägt. Da kommt jetzt ein Objekt. Da muss er aufpassen. Der 1390 ist auch noch da. Und jetzt kommt das Objekt rum. Jetzt fährt er weg davon. Auch hier. Keiner schießt auf das Objekt, was ein bisschen schade ist. Oh, doch, da kriegst du den ersten Hit. Objekt versucht ihn hier zu jagen. Sehr schön eigentlich, wie er das hier macht. Ein kleines Katz-und-Maus-Spielchen mit ihm. Jetzt haben sie auch den armen Vorgarten von diesem Hausbesitzer komplett zerstört. Zaun ist weg, Gartenhäuschen ist weg, alles haben sie schon kaputt gemacht. So, was kommt da? T32. Kommt aber nicht drauf. Das Objekt weiterhin nach wie vor bei ihm. Aktueller Stand 0 zu 3, 3 zu 0, nicht 0 zu 3. So, jetzt lasst er das Objekt Objekt sein und widmet sich mal hier der Stadt. Wohl zuerst den T32. Zack. 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 Und. Ah, oh, hier von vorne. Der Autoloader hat natürlich hier seine definitiven Vorteile aktuell. Oh, das war nicht sein Hit. Aktuell bei knapp 400 Schaden. Noch drei Granaten im Magazin. Die Frage, wird er jetzt mal reloaden oder macht er noch die letzten drei weg? 2 zu 5 steht es auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr beachtenswert. Reload ist am Start. Und ja, wir wissen es, Häuser und er, die werden keine großen Freunde. Jetzt verlässt er die Stadt. Mal schauen, was er jetzt vorhat. Und da ist wieder mal sein Nemesis, das Objekt. Legt jetzt gerade mit dem 1390 da an. Oder umgekehrt. Ja, da konnte einen auf den E50 geben, aber jetzt hilft er wirklich dem 1390, beziehungsweise hat ihm ein bisschen geholfen. 5 zu 5 steht es gerade wieder. 6 zu 5. Also, das Spiel ist nach wie vor sehr ausgeglichen. Jetzt sogar erstmalig, dass der Gegner in Führung geht. Das Objekt konnte ihm jetzt auch noch einen geben. Verfolgt ihn jetzt hier auch an dieser Stelle. Ah, jetzt hat aber gute Unterstützung vom Waffenträger bekommen.
Und jetzt kann er ihm vielleicht sogar noch den letzten selber geben. Ja, sehr schön. Konnte den Waffenträger ordentlich unterstützen. 7:9 allerdings. Die Stadt ist gefallen. Und auch die Außenseiten. Also eigentlich ist der Gegner jetzt hier im Vormarsch. Der EN-100 habe ich auf der Minimap sogar übersehen. Also da gibt es noch einen Verbliebenen, der in der Stadt für Ordnung sorgt. Sehr gut. So, jetzt der E50 und die ISO gegen den EN-100 und hier Walker Bulldog wird kommen und unterstützend wirken. Ich will wohl zuerst auf die ISO gehen. Wow. So, jetzt hat er ihn hier seitlich, zack. Und Ketten auch noch können. Und da ist er weg. Konnte ihn schön rausklippen. 9:9. Jetzt ihn hinterfahren wäre sehr wichtig. Oh ne, oder so. Jetzt guckt er. Was macht er in 100? Jetzt hat er E50 geschossen. Arti hält auch noch nach wie vor gut rein. 9:10. Unten sind sie jetzt fast schon durch. Jetzt sind nur noch die Artis am Leben. Also jetzt wird es definitiv richtig spannend. Hat er recht? Da signalisiert er, dass er mal vorrücken soll. Muss fast schon. Und hier muss er aufpassen, wenn er so steht. Da ist er nicht Arti-safe. Der N100 hoffentlich macht es jetzt, weil für den ist er eigentlich ein One-Shot und fürchten braucht er den nicht wirklich. Oh, jetzt ist das Objekt auch noch raus. Erster Arti ist damit also auch weg. So, jetzt der E50 dreht jetzt. Und jetzt macht es der EN-100 richtig und nimmt ihn raus. Jetzt sind sie schon im Cap. Er muss jetzt hier nachladen. Jetzt hoffentlich kriegen sie jetzt guten Arti-Support. Eine haben sie ja noch. Und auch die 7er Arti fühlt sich jetzt nicht so unwohl bei den Gegnern. Fahren wieder aus dem Cap raus. Da gab es wahrscheinlich das obligatorische No-Cap. Noobs. Gott sei Dank. Such hat da verschossen. Und jetzt wird er wahrscheinlich mal auf Arti-Jagd gehen. Könnt ihr mir zumindest gut vorstellen. Die Geschwindigkeit von dem Ding ist sagenhaft. Da ist die erste Arti offen. Jetzt kann er die Arti schön rausnehmen, hat eine super Sichtweite und selber auch einen vernünftigen Tarnwert. Jetzt ist die Frage, wo ist die zweite Arti? Da ist sie. Schön im Auto. Jetzt hat er eigentlich gleich auch nochmal mehr Zeit, weil er muss ein bisschen auf seine Granaten auch aufpassen. Genau, jetzt entspannt und ruhig wegschießen. Weil eine verschossen und das wird schon eng werden. So, jetzt ist auch die Arti weg und jetzt steht es 12:12. Wobei allerdings hier aber auch ein bisschen unfair. Ein Tier 10er, ein 2-9er gegen 2-7er und ein 10er. Also von dem her schon wieder einer im Cap. Und jetzt ist da der E5 auch noch hinten beim E100 und der Arti. Jagdtiger steht im Cap. Su beschützt noch von oben und der E5 greift in der Stadt an. Hier muss er jetzt noch ordentlich performen, dass das klappen soll. Aber ich sag's euch jetzt auch schon mal, schaut die Endauswertung definitiv an, die ist sehr sehenswert.
so 59 Sekunden Zeit. Da ist er. Da sieht man, die Sichtweite ist halt wirklich gut. Aber er steht lustigerweise anders, als man ihn erwarten würde. Aber schön auf dem Jagdtiger. Da war der Blindshot. Aufgemacht hat er ihn nicht. Oh, jetzt ist der E5. Hat die Arti rausgenommen. Jetzt ist nur noch der E100 am Leben. Jetzt ist er offen. Aber da konnte er sie rausnehmen. Jetzt hat er nur noch einen 10er und einen 9er gegen sich. Bisher aber unglaubliche 3400 Schaden gemacht. Wirklich sehr, sehr respektabel. Ich würde sagen, man darf es attestieren, den Krieger verdient er sich, aber ansonsten ist dieses Game ziemlich wahrscheinlich durch. Weil wie soll er das noch großartig schaffen? Wie gesagt, er kann natürlich hier seine Sichtweite ausnutzen. Da ist er den anderen beiden definitiv überlegen. Aber das war es halt dann auch schon. Da ist die Sue offen. Er muss hier natürlich zurück, weil die macht ihn auf. Die ist jetzt auch nicht mehr so weit weg. Da hat er sie sogar aufgemacht. Nein, da hat sie ihn aufgemacht, so. Oder ist er... Ah, Gott sei Dank, genau richtig, dass er hier hinter sie kommt. Dann nimmt er sie raus. Nicht gut gemacht von der Sue. Aber auch ein perfektes Timing einfach in diesem Augenblick. Besser kann es nicht kommen. Jetzt hat er sich wenigstens den Krieger geholt. Jetzt lebt nur noch der E5. Beim E5 ist es leider nicht bekannt, wie viel HP er hat. Weil ich die angezeigt 1600 wage ich zu bezweifeln, dass er die immer noch hat. Vielleicht hat doch der E100... oder der M12 mal wirken können darauf. Da ist er. Noch 3 Sekunden Reload. Der E5 ahnt nichts von seinem Schlamassel. Aber jetzt kriegt er ihn hier wirklich noch die Hits. Sehr schön. Geht direkt nochmal in Reload. Konnte ihn aber hier mindestens zweimal treffen. Das könnte er wirklich noch schaffen. Der Teufelskerl. Er spielt sensationell, das muss man einfach attestieren. Und da sieht man, was ein guter Spieler in dem Spiel nach wie vor ausrichten kann. Das hat, glaube ich, keiner mehr gesehen, dass da noch was drin wäre. Aber er zeigt uns wirklich, wie das Game auf ein anderes Level nochmal zu heben ist. Jetzt kriegt er ihn wieder rein. Zack, wunderschön. Und er geht nicht mal auf, weil er so weit weg ist. Er hat keine Chance. Eigentlich könnte er viel ruhiger aimen. Jetzt hat das, jetzt wird schwieriger. Aber noch einmal so ein. What? Alter, er nimmt ihn raus. 7 Kills. 5000 Schaden brutal gespielt. Also das ist ein Walker Bulldog Replay, dass man einfach sagen kann, besser geht's nicht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich fand's eine sensationelle Runde. El General, vielen lieben Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Alcaramba.